Hallo zusammen, heute erzähle ich über Joomla 4 in Stream. Bei Stream denken wir vielleicht an Netflix. Vielleicht ist ja Joomla 4 das neue Netflix. Müssen wir vielleicht Benjamin fragen. Zu mir, ich bin der Robert aus Stuttgart, Webentwickler, mache sehr viel mit JavaScript und Service Worker. Und habe da ein PWA-Plugin im Joomla Extension Store. Wir haben immer oft den Schmatz Geschwindigkeit und Performance. Bei Joomla 4 ist immer eindeutig besser, aber bei schlechten Internetverbindungen und dann Einsatz von Page-Buildern, immer mehr JavaScript und sonstigen leidet immer die Performance darunter. Und viele Requests verlangsamen dann auch den Seitenausbau und das First Byte, das kommt halt immer später. Und wenn wir halt mobil unterwegs sind, dann schwankt die Latenz auch sehr und da spielt Geschwindigkeit und Performance immer eine große Rolle. Und über den Service Worker, da kann ich jeden Request kontrollieren und der nistet sich zwischen Server und Browser ein und kann auf einen Cache zugreifen, der offline verfügbar ist. Damit kann ich schon also statische Files laden und habe eine Performance-Verbesserung. Aber der Service Worker kann mehr wie nur cachen. Er kann auch, wie jetzt in dem Talk ich herangehen werde, streamen. Und die Stream API baut auf natürlicherweise auf JavaScript auf fürs Web. Und was macht ein Stream? Also man zerlegt ein Bild in viele kleine Datenpakete zum Beispiel und dass sie dann gestreamt werden können. Und da stellt sich die Frage, kann das dann auch, wenn ich so einen Stream ausgebe, kann das auch für CMS funktionieren? Die Funktionsweise, wie schon vorher angesprochen, es werden kleine Datenpakete gestreamt und es gibt verschiedene Arten von Streams über die API. Das ist ein Readable Stream, ein Writeable Stream und ein Transform Stream. Beim Readable Stream, also da wird nur gelesen, da wird nicht geschrieben. Beim Writeable Stream kann ich dann eben die Daten verändern und der Transform Stream, das ist beides in einem, also Readable und Writeable vereint und mittlerweile auch Cross-Browser unterstützt. Und die Streams, mit denen kann ich viel machen. Also ich kann sie zusammenfügen, wie mit Pipe-to oder Pipe-through oder dann eben, wie wenn ich Messaging habe mit Push oder Pull. Wollen wir erstmal einfach anfangen? Streamen wir mal das Joomla-Logo oder vielleicht auch besser nur eine Schildkröte. Aus dem Grund eine Schildkröte, weil wir auf MDM gibt es ein Beispiel, das ist schon von 2017 oder 18, also ist noch relativ alt. Und da wird ein PNG umgewandelt in Graustufen und gehen wir mal den Code durch. Anfangs wird das Image ausgewählt. Ich mache einen Fetch-Request und mache eben dann den neuen Stream und schreibe da über den Grayscale PNG Transformer. Das ist ein Skript wiederum, der das PNG verändert und gibt dann den neuen Response zurück.
Und somit habe ich dann ein Graufstufenbild. Da gibt es auch mehrere Beispiele noch auf MDM, wie über Fetch-Requests, wie man dann streamt, ausgibt. Das Ganze habe ich dann einfach nachgeahmt und habe es fürs Joomla-Logo probiert. Es hat nicht ganz funktioniert. Und zwar, ich habe eine Fehlermeldung bekommen, Missing ID Chunks, und habe mir das Ganze angeschaut und habe mich dann eingelesen, und da greift man dann natürlich in die PNG-Bilderstellung darauf zu, und dann sollte man sich auch auskennen. Also ich habe das Problem nicht lösen können auf die Schnelle, und man sieht, wenn man streamt und was verändert, sollte man sich auch mit den Daten natürlich auskennen, was man da macht. Nochmal zurück zum Service Worker, zum besseren Verständnis. Der nistet sich im Browser ein hinten dran und steht zwischen Webserver und kann dann auf einen speziellen Cache zugreifen. Somit, dass ich die Offline-Daten laden kann. Und der kontrolliert, wie vorher schon gesagt, alle Requests. Und die Stream-API, da machen wir einen Fetch und die Daten werden eben dann in kleine Daten wieder verwandelt und dann gerendert. Und eine gute Technik für Performance ist die Upshell. Und zwar, der Grundgedanke ist, dass der Header und der Footer immer gleich bleiben und diesen im Cache des Service Worker speichern kann und dementsprechend kann ich neben den Standard CSS-Daten, also und JS-Daten, die ich dann auch cache, dann den Header und Footer ausgeben und ich brauche nicht mal eine Internetverbindung, dann kommt schon mal der Header. Also da habe ich einen deutlichen Performance-Vorteil. Und schauen wir uns das mal an, wenn ich die normale Webpage habe und dann würde zuerst der Header geladen werden mit dem Head und dann der Content und dann meinetwegen der Footer, dann hätte ich eine Ladezeit von den drei Teilen. Und bei der Upshell im Optimalfall würde es dann gleich anfangen und hätte deutlich eine verkürzte Ladezeit. Jetzt sehen wir mal den Service Worker. Was ist das überhaupt im Einsatz? Da ist ein System, wie er sich installiert. Das ist jetzt der Cache. Die Dateien, also Webseitenaufruf, man sieht es kurz grau, dann ist er grün, also Activated and Running, und das ist der Installationsprozess des Service Worker. Kurze Frage, ist das dein normaler Browser-Cache, wo das abgelegt wird, oder gibt es einen speziellen separaten Cache? Das ist separater Cache, das ist nicht der Memory-Cache des Browsers, das ist, den spricht man über die Cache-API an. Und weil ich gerade die Konsole sehe, da gibt es ja die Möglichkeit unter der Netzwerkanalyse den Cache zu deaktivieren. Betrifft das diesen Cache auch? Nein, betrifft diesen Cache nicht. Das ist nicht der Memory Cache. Der Disable Cache, das ist der Memory Cache und das ist der Cache, den über den Service Worker ansprechbar ist, die Cache API. Und was muss ich dazu machen? Also wir haben jetzt gerade gesehen, wie er sich installiert hat oder und zuerst muss man ihn registrieren. Das würde in der Index.php vom Template erfolgen oder über Plugin, das Skript dann ausgibt. Und hier sehen wir Event Listener Load und wenn Service Worker unterstützt wird, dann bitte registrieren.
Also in dem Fall ist kein Scope angegeben, dann ist es im das Root-Verzeichnis, wo der Service Worker liegen sollte. Und der hat verschiedene Stufen des Service Worker, das ist der Lifecycle, also die Registration, die Installation, dann wartet er, bis er wieder aktiviert wird. Und alle Stufen können irgendwo beeinflusst werden oder man kann da drauf zugreifen, dass ich da gewisse Dinge tue. Das machen wir jetzt auch. Und in der Service Worker Installation würde ich dann gleich den statischen Cache hinzufügen. Also da wird dazu zählen der Header, der Footer und dann auch die ganzen CSS, JavaScript-Files, meinetwegen was für Bilder noch im Header sind oder im Footer und so weiter. Und der Static Cache Name, das würde, ist ganz normale Konstante dann und fügt dann alles hinzu. Das passiert während dem Installprozess des Service Workers. Und jeder Cache, wir wissen es, bereitet immer Probleme, weil wenn sich was ändert, dann soll sich der Cache auch ändern. Und den müsste ich dann wieder wegschmeißen und das prüft man einfach, indem man den Static Cache nehmen, Versionsnummer gibt und dann kann ich den Cache wieder löschen. Und dies passiert dann im Wait Until Prozess. Das ist auch, steht im Service Worker dann. Und das Ganze möchte ich natürlich auch ausgeben und da nehmen wir das Event Respond With und der Cache, da greife ich jetzt dann auf meinen Cache zu, also jede URL, die dann so matcht, mit dem wird der Cache dann offline ausgegeben oder statisch. So viel zum Cache ausgeben. Wir sind aber im Vortrag vom Streamen und wenn wir das jetzt vereinfacht darstellen, da würde man jetzt einfach den neuen Stream starten, dann gibt es den Pull-Controller und dann das Abbrechen-Event. Das ist sehr vereinfacht dargestellt und wenn man jetzt das für einen Artikel machen würde, könnte man das so machen. Also hier habe ich jetzt HTML, was ich dann streamen würde und ganz oben starte ich den Readable Stream und würde das dann eben die Fetch Request definieren. Und wir sehen, wenn ich jetzt der Mittelfetch, der würde eben die URL, also den HTML-URL ziehen und falls ein Fehler läuft, dann kriegt dann 404, gebe ich dann aus oder und kann dann eine Error-HTML aufrufen oder wenn wir dann kein Netzwerk haben, dann könnte man eine Offline-HTML aufrufen und ganz unten werden eben die einzelnen Streams dann zusammengefügt, dass sich und wenn dann alles passiert ist, dann kann ich den Stream schließen. Und unten gebe ich dann den neuen Response eben dann aus. So, jetzt machen wir das ein bisschen anders noch im Service Worker. Und wir hatten vorher das Event Respond With, wo ich den Cache ausgebe und da mache ich dann noch einen Fetch drüber und würde dann die einzelnen Parts wie Header, Footer und dann eben den Inhalt eben fetchen und zum Schluss dann die drei Teile, also die Funktion Merge Response, dann zusammenfügen.
bis es erledigt ist, und dann gebe ich den Response zurück. Jetzt schauen wir uns nochmal den Response an, und da bilden wir oben einen neuen Array, dann auch wieder den ReadAppleStream und ziehen das Ganze zusammen, bis das gelöst wird, genau. Und die vereinfachte Darstellung, also das ist dann nochmal neueres JavaScript, wird jetzt mittlerweile auch unterstützt, also weil der New Transform Stream Cross-Browser seit 4 Wochen ist oder 6 Wochen und wird von jedem Browser unterstützt. Und was hier auch noch kritisch war, das ist die For-Await-Schleife für JavaScript und ist auch deutlich lesbarer. Und eben dann sagen wir, wir machen, dass er den Stream nicht schließt, prevent close through. Und unten gebe ich eben dann den neuen Response zurück mit dem entsprechenden Header, was die Datei dann auch hat. Alles soweit so gut. Jetzt haben wir irgendwo einen Stream, aber es ist so, wenn jetzt ich einen neuen Request starte, dass der Service Worker erst installiert werden muss, gebootet werden muss, und da kann es vorkommen, dass hier eine verlängerte Ladezeit ist, und da ist Facebook auf Google zukommen und haben gesagt, ja, können wir da nicht was machen. Und da gibt es das Navigation Preload Event, das dann eben das verhindern soll, und wenn dann ein Fetch-Request ist, dass die früher angefahren werden. Und das erlaubt dann paralleles Laden, dass die Requests, also die Fetch-Requests, schon vorher getriggert werden. Das kann ich dann aktivieren. Im Activate Event. Und sieht relativ einfach aus. Und so würde ich dann eben meinen Response zurückschreiben. Const response await event preload response. Und hier sehen wir im Anwendungsfall von unserer Devise, dass wir eben wenn der Promise oben nicht aufgelöst werden kann, dann kann der Navigation Preload, wird er gar nicht unterstützt, dann wird er auf das normale zurückfahren. So, und wie kann ich das jetzt für Joomla 4 machen? Kann das dann auch funktionieren? Was habe ich alles für Möglichkeiten, dass ich das mache? Also die Problematik ist im ersten Mal, man muss sich überlegen, was habe ich für Webseite. Wenn ich den Header und den Head statisch machen will, brauche ich die Funktionen alles. Wenn ich Skripte, müssen ja neu geladen werden, also es werden ja für verschiedene Seiten bei Joomla dann andere Skripte geladen, weil dann das Plugin lädt oder eine Komponente dann gebraucht wird. Das kommt dann auf den Anwendungsfall drauf an. Also man kann das Template umbauen, dann könnte man die Ajax-Schnittstelle, also die Com-Ajax verwenden, um das zu triggern, dass ich den Head umschreibe und daraus einen Fetch-Request mache. Und das würde dann eben mit getHeadData gehen und rendern über den Head-Renderer. Oder ich baue dann gleich irgendwie was mit der API, dass ich was Fixes habe als Header HTML und rufe dann meinen Content über die API ab. Das wäre die Möglichkeit. So,
Und dann schauen wir uns das mal an, ob das funktionieren kann. Ich habe hier was Kleines gebaut als Demo. Das sollte soweit hoffentlich funktionieren. Und ich habe zwei gleiche Seiten, also einmal unter Localhost, da läuft nur der Service Worker, weil ich keine SSL-Verschlüsselung habe. Und hier ist es die gleiche Seite. Da gibt es keinen Service Worker, weil die Seite nicht verschlüsselt ist. Und der Service Worker kann auf Punkt des Tests dann nicht laufen. Also es geht nur unter Localhost. Ich mache jetzt einfach mal einen Klick hier und ich habe jetzt 3G gedrosselt und klicke jetzt mal auf das Logo. So, jetzt müssen wir dann alle Requests haben. Er hat jetzt in 13,86 Sekunden das beendet. Und wir sehen jetzt auch, das wird alles vom Service Worker ausgeliefert. Als Stream. Ich muss dazu sagen, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, den Head separat zu cachen. Also der läuft ganz normal mit im Stream. Und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und habe hier auch. Oh, war das jetzt fast 3G? Machen wir zuerst fast. Schon gewundert, dass das so schnell war. Das ist der Vorführeffekt. Waren wir jetzt im Stream langsamer wie im. Jetzt machen wir mal. Also, ich habe es ein paar Mal getestet, war es eigentlich immer andersrum. Das hat jetzt noch nachgeladen. Da sehen wir, muss die Seite komplett nochmal neu aufbauen. Das haben wir jetzt beim Stream nicht gesehen. Also das ist schon mal. Das ist echt besser jetzt gerade. Zweiundzwanzig. Also der Jake Archibald, ich weiß nicht, ob das für niemanden ein Begriff ist, der ist ja von Google und der hat auch gewisse Tests gemacht und Vergleiche. Und da ist der Stream, gerade wenn ich was lange oder große Dateien habe, deutlich besser abgeschnitten.
Also wir sind jetzt ein Tick schlechter. Aber ich kann jetzt nicht sagen, warum das gerade so ist. Jetzt können wir nur anschauen, was passiert, wenn jetzt der, ich habe jetzt den Service Worker als Anregister gemacht. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht mit einem ganz langsamen Netz machen sollen. Ein Versuch nochmal. Jetzt glaube ich. Gecached, weil jetzt geht es ganz schnell, aber das habe ich jetzt Slow 3G. Das kommt dann immer nur drauf an, das Favicon, was ich festgestellt habe, das wird dann manchmal noch verzögert nachgeladen, warum auch immer, obwohl es im Cache ist. Das ruft der Browser aus irgendeinem Grund zum Schluss auf. Okay. Dann habe ich, also wer sich dafür interessiert, der kann bei web.dev streamen, da hat der Peter Steiner ganz einen guten Beitrag geschrieben. Da wird alles erklärt. Und natürlich auf MDN gibt es da auch ein paar Beispiele. Und der Jake Archibald, der hat GIST und YouTube-Videos und die Slides können so auf Robert Mittel finden, slides.com. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Also ich habe jetzt nicht das Ganze, also ich habe immer einen Geschwindigkeitsvorteil gehabt beim Testen. Komischerweise, es waren immer so zwei Sekunden, wo ich schneller war im Stream und das kann durchaus beschleunigen. Und ich glaube, also es soll einfach eine Anregung sein, wie man vielleicht manches anders lösen könnte. Wenn keine Fragen sind, dann können wir das beenden.